Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu einem Thema, welches bis vor einigen Jahren eher Langweilerstatus innehatte. Es war sehr einfach, nach einem automatisierten Vorgehen die Pferde zu entwurmen. In den letzten Jahren hat sich diese ganze Sache allerdings deutlich geändert. Und um was es dort geht, was sich geändert hat und wie die Zukunft in diesem Bereich aussehen sollte, das möchte ich versuchen, heute in meinem Vortrag zu umreißen. Grundsätzlich wird es darum gehen, dass ich Ihnen kurz einen Rückblick gebe, noch wo kommen wir her mit dem ganzen Entwurmungsmanagement, also noch einen Blick in die Vergangenheit mache. Dann werden wir uns mit dem leidigen Thema Resistenzen gegen Entwurmungsmittel beschäftigen, das eigentlich die treibende Kraft hinter dem Wandel ist, den wir heute sehen und in dem wir uns mittendrin befinden. Dann werde ich Ihnen berichten über die Neuausrichtung des Parasitenmanagements, wie wir es heute nennen. Was ist anders als früher? Und am Schluss werden wir dann hoffentlich noch Zeit haben, um auf Ihre Fragen einzugehen und diese Sache zu diskutieren. Also, das Ganze, wenn wir zurückblicken, begann Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts oder Jahrtausends, muss man jetzt sagen, wo zwei Amerikaner im Prinzip eine neue Strategie zur Entwurmung des Pferdes entwickelt haben, das sogenannte Interval Dose Program. Dieses war zum gleichen Zeitpunkt der Fall, als die ersten wirklich verträglichen Entwurmungsmittel auf den Markt kamen. Vorher war es sehr schwierig, Pferde überhaupt richtig zu entwurmen. Die Mittel waren hochtoxisch, unverträglich. Das hat die Würmer größtenteils eliminiert. Zum Teil haben die Pferde aber eben auch sehr unter dem gelitten. Und mit diesem Wandel, mit dem Aufkommen der ersten verträglichen Antemintika, wie wir sagen, Entwurmungsmittel, ist es überhaupt erst möglich geworden, Pferde innerhalb eines Jahres mehrmals zu entwurmen. Und das Ziel war damals von diesen zwei Amerikanern, dass eben etwa alle 8 Wochen ein Pferd entwurmt werden sollte. Und dieses Programm damals zielte vor allen Dingen auf die sehr gefährlichen großen Strongyliden. Wir können heute auf die Parasiten in dem Sinne einzeln aus Zeitgründen nicht eingehen, aber das ist eine Parasitengruppe, die man wirklich ernst nehmen muss, die auch mit Kolik in Verbindung gebracht wird. Und diese Parasiten, die kommen zum Glück heute kaum noch vor. Das Schema von damals mit diesen drei oder vier jährlichen Behandlungen, das hat sich nahezu bis heute gehalten, aber der Hintergrund, also die vorkommenden Parasiten, haben sich sehr stark geändert. Da passt also schon etwas nicht zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass wir heute vor allen Dingen mit den kleinen Strongyliden zu tun haben. Das ist eben die andere Gruppe, die wir leider unter dem Mikroskop als Ei auch nicht differenzieren können von den gefährlicheren großen Strongyliden. Das heißt, man muss eine spezielle Untersuchung, und das machen wir üblicherweise gegen Ende der Weideperiode, anstreben, um diese zwei Gruppen auseinanderhalten zu können und überhaupt auch zu sehen, ob diese gefährlichen großen Strongyliden noch vorkommen. Die kleinen Strongyliden, die heute weitaus die häufigsten sind, die haben zum Glück nur sehr geringe krankmachende Eigenschaften. Sie sind relativ weit verbreitet, aber tun unseren Pferden in der Regel nichts. Der große Vorteil dort ist, dass sie keine Körperwanderung durchmachen. Sie bleiben also auf den Darm beschränkt und wandern nicht etwa in die Blutgefäße, wie das eben die großen Strongyliden gerne machen. Warum der Traber hier auf dieser Aufnahme? Das ist mehr so eine anekdotische Mitteilung, die eben auch noch ein bisschen über diese krankmachende Wirkung der Parasiten erzählen soll. Eine dänische Gruppe hat sich mal die Mühe gemacht, die Pferde, die immer besser in Rennen abschnitten, zu untersuchen, parasitologisch zu untersuchen. Und sie haben signifikant höhere Wurmeiausscheidungen gefunden in den Pferden, die immer besser abschnitten in den Rennen. Also sehr interessant natürlich, ganz anders, als man das normalerweise erwarten würde. Daraus den Umkehrschluss zu schließen, dass die Würmer unsere Pferde schneller machen, darüber sollten wir uns etwas hüten, aber es zeigt einfach insgesamt, dass diese kleinen Strongyliden, die uns viel begegnen, aber in sehr niedriger Art und Weise, wir das gleich sehen werden, eben nicht so gefährlich sind, wie das immer wieder dargestellt wird. Also wir können heute sagen, dass das alte kalenderbasierte Routineschema mit diesen 3 bis 4 jährlichen Behandlungen heute beim erwachsenen, gesunden Pferd mehrheitlich einer Überversorgung mit Entwurmungsmittel entspricht. Ich zeige Ihnen gleich noch ein paar Zahlen dazu. Es sind etwa heute 80% der Pferde, die wir routinemäßig untersuchen, die keine messbare Ausscheidung von Parasiteneiern haben. Und das können wir in dieser Grafik noch so zusammenfassen. Das sind Zahlen, die
aus dem Überwachungsprogramm, was wir am Herzberlins Tiergesundheitszentrum in Uzwil durchführen, abgeleitet sind. Es sind hier hinter dieser Grafik verstecken sich 8370 Kotproben, also wirklich eine sehr große, solide Zahl von Proben, die hier einfach mal von der Größe der Ausscheidung der Strongyliden-Eier aufgelistet sind. Und Sie sehen hier vorne, passiert gar nichts. Diese Proben waren alle negativ. Und nur hier hinten haben wir ein paar Proben, und das ist eben dieser Teil der Pferde, die dann tatsächlich zu behandeln sind, die eine höhere Eierausscheidung haben. Nach früherem Schema wurden alle diese Pferde mit diesen niedrigen Eierausscheidungen auch in das normale Routineschema mit einbezogen. Und es ist heute eigentlich nicht mehr nachvollziehbar und verständlich, dass wir all diese negativen Ausscheide hier vorne genauso intensiv behandeln sollten wie die auf der rechten Seite hier, die es wirklich nötig haben. Der rote Strich markiert die Schwellengrenze, ab der wir eine Behandlung empfehlen. Das ist hier bei diesen 200 Eiern pro Gramm Kot, Strongyliden-Eier pro Gramm Kot der Fall. Darunter lassen wir die Pferde mit ihrem Befall und erst über dieser Schwelle, die immer noch sehr niedrig angesetzt ist, wie Sie das hier an der Eierausscheidung sehen, erst darüber empfehlen wir eine Behandlung. Das ist der große Unterschied zu früher. Der Mittelwert all dieser Proben ist sehr gering, nur 60 Eier pro Gramm Kot werden da im Schnitt ausgeschieden. Eben, wie Sie sehen, die meisten haben gar nichts, und hier auf der rechten Seite sind die paar Proben, die dann zu einer Behandlung führen. 8,2% dieser wirklich sehr großen Probenmenge haben nur eine Behandlungsempfehlung zur Folge. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Nun, was ist da die Situation heute noch in vielen Fällen in den Ställen? Es ist heute fast überall noch die Regel, dass die Entwurmungsmittel nach altem System eingesetzt werden und nicht überprüft werden. Das heißt, man macht etwas, aber schaut anschließend nicht nach, ob die Entwurmung, die da gemacht wurde, überhaupt erfolgreich war. Stichwort Resistenz, kommen wir gleich noch dazu. Also es gehört heute unbedingt mit dazu, dass man schauen sollte, ob das, was man den Pferden eingegeben hat, eben dann auch wirklich noch erfolgreich war. Sie kennen das ganze Thema Antibiotikaresistenz, ich komme dann gleich noch dazu, dass es etwas sehr Ähnliches auch gibt bei den Pferden und den Würmern dort. Was auch kaum jemand draußen weiß, ist, dass die meisten Mittel, die wir den Pferden eingeben gegen die Würmer, zwar die adulten Parasiten, die erwachsenen Parasiten abtöten, nicht aber die Stadien in der Schleimhaut. Und das ist hier mal gezeigt. In diesem Durchleuchtpräparat von einer Pferdedickdarmschleimhaut sehen Sie so einige kleine Kringel da oben eingebaut. Das sind Parasitenlarven, die sich in der Schleimhaut verstecken. Und in dieser Lokalisation können sie durch nur sehr wenige Wurmmittel und dann auch nur teilweise angegriffen werden. Das heißt, die übliche Entwurmung, die man normalerweise den Pferden zukommen lässt, die wirkt sowieso nur gegen einen Teil dieser Parasiten, die im Pferd drin sind, und nicht gegen die kompletten Stadien, die wir dort haben. Und was heute auch leider eben häufig nicht der Fall ist, dass die haltungsspezifischen Faktoren in einem Bestand mit in das Entwurmungsschema einbezogen werden. Sprich, wie viel Stunden sind die Pferde auf der Weide, wie ist das Weidemanagement und so weiter. Wir werden gleich noch ein paar Punkte dazu auch sehen. Diese Grafik ist die einfachste, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. Die entspricht der Erwartungshaltung vieler Pferdebesitzer oder Pferdehalter, verbunden mit dem alten Schema, wo eben hier im Februar, Mai, August, November beispielsweise eine Behandlung gegeben wurde. Und man geht davon aus, dass dann diese Pferde für die Saison wurmfrei sind. Wenn man aber Diagnostik machen würde, und das findet nach altem Schema eben kaum statt, dann würden wir sehen, dass es tatsächlich so aussieht. Auch nach altem Schema haben diese Pferde, wenn man eben zwischen diese Intervalle schaut, eine Wurmeiausscheidung. Also dass die dann gänzlich frei wären, das ist ein Trugschluss. Das gibt das wurmfreie Pferd in dieser Form nicht. Wenn wir also schauen, finden wir das. Nun zu diesem Thema Entwurmungsmittelresistenz ein paar Punkte. Die heutigen Wirkstoffe, die wir einsetzen bei den Pferden, die gehören nur drei verschiedenen chemischen Wirkstoffgruppen an. Das ist recht wenig. Und wir müssen wechseln zwischen diesen Gruppen, damit die Parasiten sich eben nicht zu sehr und zu schnell an die einzelnen Wirkstoffgruppen gewöhnen können. Und wir beobachten leider in den letzten Jahren, und nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern, eine immer
steigende Zunahme dieser resistenten Population, dass sich eben die Parasiten an diese Situation gewöhnt haben und nicht mehr abgetötet werden können oder nur noch zu einem Teil mit dem Einsatz dieser Medikamente. Welche Parasiten sind da betroffen? Es sind vor allen Dingen die zum Glück eben recht harmlosen kleinen Strongyliden, die hier diese Resistenz entwickelt haben. Aber leider mehr und mehr sind auch Spulwürmer hier in dieses Geschehen mit einbezogen. Das heißt, das sind diese wirklich großen Parasiten, 20, 30 Zentimeter vorne auf der, in der Tiergesundheitsecke. Da steht noch so ein Glas, wo die drin sind. Also wirklich Parasiten, die man nicht übersehen kann und die vor allen Dingen im Aufzuchtbereich bei den jungen Pferden große Probleme machen können. Es ist heute so, dass keine einzige dieser drei Wirkstoffgruppen noch völlig unangetastet ist von der Resistenzproblematik. Alle sind in irgendeiner Weise betroffen und da müssen wir wirklich sehr aufpassen für die Zukunft. Nachweisen kann man das Ganze, indem man eben nach der Behandlung, und üblicherweise ist es 14 Tage später, noch eine Überprüfungskotprobe macht, um zu sehen, ob dann der Befall, den man eben eliminieren wollte, tatsächlich auf Null zurückgefahren ist, sprich diese Probe dann negativ ist. Also wir betrachten diese Entwurmungsmittelresistenz heute als eine unausweichliche Folge einer zu intensiven Anwendung von Entwurmungsmitteln. Und diese noch verbliebenen Wirkstoffe, und das ist in jedem Bestand anders, die stellen eine extrem wertvolle Ressource dar, um wirklich die Pferde überhaupt noch effizient entwurmen zu können. Nun, welche Maßnahmen sind dagegen anzuwenden? Da kommen wir gleich auch noch etwas genauer drauf zu, aber um es vorweg schon zu sagen, ganz wichtig eben die Reduktion der Behandlungsfrequenz. Die korrekte Dosierung der Wurmpasten ist sehr wichtig, also nicht unterdosieren, das fördert die Resistenzentwicklung. Und eben auch andere Strategien noch mit einbeziehen, beispielsweise weidehygienische Maßnahmen, auch Weidemanagementmaßnahmen. Auch dazu werde ich gleich noch etwas sagen, ist ganz wichtig. Die Problematik multipler Resistenzen beschäftigt uns mehr und mehr. Also die Parasiten haben nicht nur gelernt, sich an eine dieser drei Wirkstoffgruppen zu gewöhnen, sondern gleich an mehrere. Und da haben wir wirklich einen ganz dramatischen Fall in einer Aufzuchtherde sehen können. Da hat man mit Mittel A begonnen, die Eiausscheidung anschließend kontrolliert. Die ist etwa 20% runtergesunken, also quasi nicht so, wie wir uns das wünschen. Dann wurde das nächste Präparat verabreicht, dann haben wir eine Senkung von 10% gesehen und nach dem dritten Präparat, und das war das letzte, ist die Eiausscheidung sogar angestiegen. Also wirklich ein katastrophaler Zustand, den wir hier bei den Spulwürmern haben, also wirklich für den Aufzuchtbereich gefährliche Parasiten. Und diese Pferde, es waren nicht die hier auf dem Bild zu sehen sind, die konnten dann nur noch wirklich erfolgreich behandelt werden durch den Import eines uralten Medikamentes aus Italien, eines, was in der Schweiz nicht mehr zugelassen ist. Es wurde langsam wirklich ein tierschutzrelevanter Fall da in diesem Bestand und nur durch diesen Import konnten diese Fohlen von diesen Spulwürmern befreit werden. Es ist nicht überall so dramatisch, zeigt aber ein bisschen, dass es doch wirklich eine sehr ernstzunehmende Situation ist, die sich dort in Beständen abspielt. Und wenn wir überlegen, dass auf den Aufzuchtbeständen die Tiere dann eben in viele Richtungen wieder in die Heimatbestände oder sonst wo zurückgehen, kann man sich vorstellen, wenn die alle diese Population mitnehmen, dann haben wir bald wirklich ein erhebliches Problem. Wir sehen jedes Jahr wieder, und das sind Fälle, die dann am Tierspital Zürich zu uns in die Pathologie kommen, Todesfälle im Zusammenhang mit Spulwurmbefall, und zwar sind das dann Pferde, die nach altem Schema in aller Regel regelmäßig behandelt wurden. Dort hat man sich in Sicherheit gewogen, dass das in Ordnung war. Hätte man das kopologisch überprüft, hätte man sehen können, dass diese Pferde anschließend genau noch weiter hohe Eizahlen ausschließen. Also es ist keine Geschichte von vor Jahrzehnten, es gibt aktuell immer wieder noch Todesfälle durch Parasiten beim Pferd. Die empfindlichen Gemüter sollten jetzt die Augen schließen, aber das ist ein Fall, wie wir sie dann sehen in der Pathologie. Also wir haben die Spulwürmer schon nicht so gern im Dünndarm, aber wir haben sie noch so weniger gern in der Bauchhöhle. Und hier ist so ein Fall, wo sich durch einen Dünndarmdurchbruch, eine Ruptur, diese Parasiten in der ganzen Bauchhöhle zusammen mit dem Darminhalt breit gemacht haben. Und das ist so ein Todesurteil natürlich für ein Pferd. Da gibt es in kurzer Zeit eine massive Entzündung und so ein Tier ist dann nicht mehr zu retten. Und das sind eben, nochmal gesagt, Tiere, die eigentlich routinemäßig entwurmt wurden in der Vergangenheit. Aber man hat eben den Effekt nicht angeschaut. Nun, was sind unsere Zielsetzungen
bei der bedarfsorientierten Parasitenkontrolle. Wir möchten die Behandlungsintensität anpassen an den tatsächlichen Infektionsdruck im Bestand, und der ist eng verknüpft mit den Haltungsverhältnissen. Und wir möchten die Nutzung der noch verfügbaren Antiemetika, also Entwurmungsmitteln, verlängern. Das heißt also sehen, dass wir die Präparate, die wir heute noch einsetzen können, in 2, 3 oder 4 Jahren eben auch noch nutzen können. Weil es ist heute so, die Industrie liefert uns nicht mehr so viele neue Präparate wie früher. Wir müssen tatsächlich mit dem auskommen, was wir haben. Und wir versuchen mehr und mehr die Akzeptanz bei Ihnen, bei den Pferdebesitzern, bei den Pferdehaltern für die Durchführung von Kotuntersuchungen eben zu erhöhen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Kurz noch ein Begriff, der ganz wichtig ist im Rahmen dieser ganzen Resistenzdiskussion, das sind die sogenannten Refugien. Darunter verstehen wir alle Teile einer Parasitenpopulation, die eben nicht in direktem Kontakt sind mit den Entwurmungsmitteln. Das sind einmal die ganzen Stadien auf der Weide, die natürlich nicht direkt ausgesetzt sind dem Druck. Das sind aber auch natürlich die Stadien in den Schleimhäuten, wie ich sie Ihnen eben gezeigt habe, die nicht ausgesetzt sind dem Druck, wenn die Mittel dort nicht hinkommen. Und es sind, und das ist heute eben mehr und mehr wichtig, all die Stadien in den unbehandelten Pferden, die nicht diesem Druck unterliegen. Und Ziel insgesamt unseres Ansatzes ist, dass wir diese Refugien, diese Rückzugsgebiete quasi möglichst groß halten, damit der Selektionsdruck der Wirkstoffe auf die Parasiten eben nicht so hoch wird. Und mit all diesem Wissen und mit diesem Hintergrund haben sich vor 6 Jahren, 2011 war das, Vertreter von beiden Tierspitälern Zürich und Bern, und zwar Parasitologen und Kliniker, zusammengefunden und gesagt, wir müssen jetzt etwas Neues machen, wir müssen eine Neuorientierung des Entwurmungsmanagements für die Schweiz vorschreiben. Und da gab es einen Empfehlungskatalog, der natürlich zuerst einmal an die Tierärzte ging, aber auch in entsprechender Form für die Tierhalter, Tierbesitzer verfügbar gemacht wurde. Diese Empfehlungen, die können Sie von verschiedensten Homepages abrufen, unter anderem dem Institut für Parasitologie in Zürich hier, aber auch an verschiedenen anderen Orten. Da steht genau drin, wie man heute vorgehen sollte, um die Tiere eben adäquat nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu schützen. Und heute sollte es eben tatsächlich so sein, dass wenn wir vor dem Pferd stehen, der Tierarzt oder Sie, und eine Behandlung ansteht, dann sollten wir uns hier diese aufgelisteten Fragen stellen. Ist diese Entwurmung klinisch gerechtfertigt, sprich ist das Pferd tatsächlich krank oder irgendwie auffällig, auf welchen Parasiten zielt die Maßnahme, welche Stadien kommen vor, warum entscheide ich mich für dieses oder jenes Entwurmungsmittel, wie sicher kann ich sein, dass es überhaupt wirkt, und gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Also es sind alles rezeptpflichtige Medikamente, die aber in der Vergangenheit einfach zu freizügig bei den Tieren zur Anwendung kamen. Ein ganz wichtiger Prozess, eben der momentan in vielen Köpfen in der Schweiz, Pferdehaltern, Stallbesitzern stattfindet, ist tatsächlich ein Umdenken. Wir müssen unsere Grundeinstellung zu diesem ganzen Thema ändern. Dieser Automatismus aus den früheren Jahren, der ist tatsächlich vorbei oder sollte vorbei sein. Und ein ganz wichtiger Teil dieses Umdenkens ist es, dass wir tolerieren müssen, dass da eine gewisse Koexistenz von Parasit und Wirt stattfindet. Es ist nicht das Ziel, nun jeden Wurm in einem solchen Pferd abschießen zu müssen. Wir haben gesehen, es geht auch gar nicht, selbst wenn man noch so intensiv entwurmt, es bleiben einige übrig, und das macht diesen Pferden, soweit sie sonst gesund sind, eben auch überhaupt nichts. Also der normale, niedrige Befall ist das für das gesunde Pferd kein Problem und sicherlich nicht existenzbedrohend. Man fragt sich eben auch, wie haben die das früher geschafft, als es noch keine Entwurmungsmittel gab. Die sind auch nicht alle gestorben. Natürlich war die Haltung und die Lebensweise anders, als was wir den Pferden heute anbieten. Aber so dramatisch, wie das eben oft beschrieben wird, ist es tatsächlich nicht. Wir haben Würmer, die wir wirklich sehr aufmerksam betrachten. Aber die große Masse der kleinen Strongeliden, die eben den Hauptteil ausmachen, die sind nicht so sehr ein Problem. Also auch die nach altem Schema behandelten Pferde haben weiterhin Würmer, und es ist eine Utopie zu glauben, dass es das parasitenfreie Pferd geben wird oder je gab. Und wir müssen gar nicht so weit weggehen. Die meisten hören es nicht so gerne, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Auch wir alle hier im Saal haben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendeiner Weise
Träger, sind Untermieter oder Mitbewohner da, die wir normal nicht spüren. Ein gesunder Organismus kann mit dem umgehen. Es sind heute nicht mehr die Würmer, aber es sind Einzeller und hier, wie hier in diesem Tagi-Artikel, auch Milben beispielsweise, die in vielen, vielen Menschen gefunden werden können, von denen wir aber, soweit wir gesund sind, nichts spüren. Und nur wenn das Immunsystem entgleist, und das kann passieren beispielsweise bei Infektionen, bei Erkrankungen, beispielsweise bei HIV und so weiter, dann kommen diese Parasiten aus ihren Nischen, können Oberhand nehmen und können dann Erkrankungen induzieren. Aber der gesunde Organismus kann sehr gut damit umgehen und auch das gesunde Pferd kann sehr gut mit einer geringen Wurmbürde umgehen. Und die Kaffeerahm-Deckeli-Philosophie, die hat das schon früh erkannt, dass so ein paar Würmer vielleicht auch etwas Gutes haben können. Es ist weniger der gesellschaftliche Faktor, der hier angesprochen ist, aber die ständige Forderung des Immunsystems, die ist etwas Wichtiges. Hätte das Pferd keinen Kontakt zu diesen Parasiten, würde der vielleicht mal erworbene Immunstatus auch wieder verloren gehen. Das heißt, die Tiere wären wieder voll empfänglich. Also diese Auseinandersetzung, diese tägliche, auf niedrigem Niveau wohlgemerkt, wir wollen keine Entgleisung, die ist etwas Wichtiges und kann wahrscheinlich für das Gesamtimmunsystem des Pferdes sogar etwas Förderliches haben. Da laufen Studien, hochinteressante Studien, die noch nicht fertig sind, aber da werden wir in nächster Zeit noch einiges hören. Nun, wie sieht das Detailkonzept aus, was wir heute vorschlagen, was in diesen Wetzwiss-Empfehlungen eingeschlossen ist? Man sollte beginnen, wenn man mit einem Bestand in ein solches Monitoring hinein sich begibt, mit 4 jährlichen Kotuntersuchungen im Abstand von etwa 8 Wochen. Das ist das Grundschema für das erste Jahr, welches hier wiedergegeben ist. Das kann beginnend im Mai sein, dann eben bis in den November. Man kann auch diese Zeitpunkte natürlich etwas anders jeweils wählen. Und bei klinisch gesunden Pferden ist dann eben eine Entwurmung nur noch notwendig, wenn dieser Strongylidenwert den Wert von 200 Eiern pro Gramm Kot übersteigt. Darunter entwurmen wir das Pferd nicht mehr. Aber es gibt andere Parasiten, wo es keine Schwelle gibt. Das sind eben diese Spurwürmer und das sind auch die Bandwürmer. Wenn wir die finden, dann wird eine Behandlung automatisch vorgeschrieben. Aber die sind zum Glück selten und deswegen müssen wir trotzdem eben nicht sehr häufig behandeln. Es ist wichtig, dass man die Behandlung überprüft. Das hatte ich schon gesagt. Also die stattfinden, sollten kontrolliert werden. Und das kann alles in so einem Management eingeschlossen sein, in einem pauschalen Paket, wo eben solche Dienstleistungen mit untergebracht werden. Man sollte die Strongyliden differenzieren einmal pro Jahr, das heißt schauen, ob diese problematischen großen Strongyliden noch im Bestand drin sind oder überhaupt im Bestand drin sind. Wir haben momentan Glück, wir haben in den ganzen, also ich bin für über 1100 Pferde jetzt im Monitoring zuständig, wir haben in keinem einzigen Bestand in der Schweiz in den letzten 5 Jahren diese Parasiten finden können. Wir können aber trotzdem nicht mit Sicherheit ausschließen, dass es sie noch irgendwo verborgen gibt. Und wichtig, kommen neue Pferde in den Bestand, sollten die unbedingt eine Quarantäne durchlaufen, in dem Sinne, dass sie geprüft werden, koprologisch wiederum behandelt werden und erst wenn man dann sicher sein kann, diese Ausscheidung ist aktuell nicht vorhanden von kritischen Parasiten und wir haben keine Resistenzen, dann kann man sie integrieren in die Weidegruppe und damit vollständig in den Bestand. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man kann noch so sauber schaffen über Jahre, wenn man sich durch ein zugekauftes Pferd solch eine Population resistenter Parasiten hineinholt, dann ist die ganze Arbeit von Jahren oder kann diese ganze Arbeit von Jahren verwässert oder für die Katz sein sozusagen. Das ist das erste, das sogenannte Orientierungsjahr, wenn es denn eben genügend Kenntnisse gibt und die Situation soweit als stabil erkannt wird, dann kann man im nächsten Jahr mit der Intensität der Kotproben herunterfahren, sprich auf 3 runterfahren und in einigen Beständen sogar auf 2 pro Jahr herunterfahren. Aber es sollte dann nicht weniger sein als 2 pro Jahr. Ganz wichtig im Rahmen eines solchen Konzeptes ist, dass der Tierarzt, der dieses Management eben unter sich hat und den Bestand betreut, eine parasitologische Bestandesanalyse durchführt. Ich selber sehe jeden Bestand, den ich betreue, das heißt, es wird ein Termin vereinbart und dann vor Ort alle Faktoren, die irgendwo relevant sind, zusammen mit dem Parasitendruck angeschaut. Wie viele Tiere hat es, wie ist die Alterszusammensetzung und so weiter, wie lang ist der Weidegang. Sie sehen einige Faktoren hier aufgelistet, die ich jetzt nicht alle vorlesen werde, aber alle diese Punkte sind wichtig, um den Parasitendruck abschätzen zu können. Ganz wichtig ist zum Beispiel, wie viel Heu auch im Sommer noch dazugegeben wird, weil das Heu quasi als steril für die Parasiten angesehen werden kann. Die
Infektionslarven können die Pferde nur über das frische grüne Gras aufnehmen. Und je kleiner dieser Teil ist, umso geringer ist eben auch schon dieser Druck, den die Pferde ausgesetzt sind. Und es sind wirklich alle Bestände anders. Jeder Bestand, jeder neue Bestand, den ich sehe, ist nicht tupfgleich wie einer, den ich schon kenne. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Faktoren überall sauber zu analysieren, ein Protokoll zu machen, nach dem wir uns dann später auch richten, wenn wir die nötigen Empfehlungen abgeben. Die Kotproben sind das eine, sind ganz wichtig, aber die Kenntnisse, die Detailkenntnisse über den Bestand sind die andere sehr wichtige Information, die ich eben auch brauche, um dann die adäquaten Empfehlungen geben zu können. Eine ganz, ganz wichtige Komponente. Nun, wir haben jetzt etwa gut fünf Jahre hinter uns, seitdem diese Empfehlung gegeben wurde. Momentan läuft eine Masterarbeit hier am Tierspital Zürich, die jetzt weitgehend durch ist, und sie wird noch gefolgt von einer Dissertation. Und es ist eigentlich sehr schön festzustellen, dass, wenn wir die Pensionsstelle befragen, und vielleicht haben einige von Ihnen diese Fragebogen auch bekommen, insgesamt 138 Stelle haben wir auf diese Weise befragt und herausgefunden, dass inzwischen mehr als 50% dieser Stelle in irgendeiner Form schon mit dem kotprobenbasierten Parasitenkonzept arbeiten. Das ist also ein sehr schöner Erfolg in einer recht kurzen Zeitperiode, jetzt eben von 5 bis 6 Jahren. Was auch positiv ist, dass die Tierärzte viel besser in diesen ganzen Prozess einbezogen sind als früher. Sie müssen sich mehr kümmern. Es fordert mehr Know-how, um dieses Management heute durchzuführen, als früher nach der alten Standardbehandlung. Insgesamt konnten in dieser Masterarbeit über 40.000 Kotproben schweizweit ausgewertet werden. Und das gute Bild, was ich Ihnen anfangs auf dieser Grafik zeigen könnte, für die von uns betreuten Pferde eben am Tiergesundheitszentrum in Uzwil, ist, dass das allgemein zutrifft für alle diese Labors, die hier in dieser Studie mit ihre Daten eingespiesen haben. Also es ist nicht nur so, dass an einem Ort das so ist und dann völlig andere Zahlen an anderen Orten gefunden werden. Wir haben schweizweit ein sehr erfreulich niedriges Infektionsniveau bei den Tieren und deswegen können wir auch diese Empfehlungen allgemein so herausgeben. Und die weniger verabreichten Wurmpasten, und es sind deutlich weniger jetzt, die entsprechen eben genau dem, was wir möchten, einer geringeren Konfrontation zwischen Parasit und den Wirkstoffen. Das Ganze ist auch jetzt mehr und mehr international beachtet. Also es gab einen sehr schönen Artikel im Sommer im Horscom. Vielleicht haben ein oder andere von Ihnen gesehen, wer das lesen möchte. Also man findet den auch auf der Homepage vom, in dem Fall, Herzblutens Tiergesundheitszentrum, wo das mit wirklich zum Teil Erstaunen beobachtet wurde, wie gut das hier in der Schweiz funktioniert als freiwillige Maßnahme, dass so viele Ställe in kurzer Zeit eben diesen Richtungswechsel vollzogen haben. Und solche Dramen, die schienen sich also anfänglich tatsächlich in manchen Stellen abzuspielen. Wie komme ich zu meiner Kotprobe? Ist es tatsächlich allerdings nun nicht so schwierig. Also man kann durch Kühlen. Und die meisten Bestände, die ich betreue, die haben sich irgendwie einen alten Kühlschrank da wieder hingestellt, von Samstag an im Prinzip die Proben sammeln, dort kühllagern bis am Montag, und irgendwann setzt jetzt einfach physiologischerweise so ein Pferd mal Kot ab. Da muss man also nicht stundenlang warten, diese Probe dann kühlen bis zum Montagmorgen, wo sie auf die Post geht, und dann eben ist es auch in größeren Beständen von 30, 40 Pferden, wenn ein bisschen Disziplin dahinter ist, kein Problem, diese Proben zusammenzukommen. Also es funktioniert, aber es braucht ein bisschen Disziplin. Wollen wir das mit den Fragen am Schluss? Ja, ist vielleicht... Wie viel? Also gut, nehmen wir die Frage vorweg. Es reicht heute eine frische Probe. Dieses Schema von früher, dass man 3 Proben hintereinander sammeln muss, kann man machen, aber es erhöht die Aussage nicht. Also eine frische Probe, frisch gekühlt, ist das Beste. Wichtig ist einfach, dass die Proben nicht am Freitag oder so auf die Post gegeben werden. Da hat kein Labor Freude, wenn es die am Montag vorfindet, und die Pöstler haben auch keine Freude, wenn sie eine überlagerte Sendung dann in ihrem Bereich händeln müssen. Also Anfang Woche schicken, und dann sollte das Ganze einen Tag später im Labor sein. Wir sehen, und das ist ein bisschen eine Problemzone, mehr und mehr einen Graubereich jetzt, dass viele Dienstleistungsangebote in dieser Richtung aus dem Boden
Sprießen, achten Sie einfach unbedingt darauf, wenn Sie so etwas machen, dass das Grundkonzept, also diese 5 Standardfaktoren im Wetzwiss-Konzept erfüllt sind und nicht nur 1 oder 2 davon. Das heißt, man muss wirklich über die Qualität der Orte, wo man das untersuchen lässt oder wo man sich eben dort hinbegibt und das Vertrauen hineinschenkt, hier eine wirklich gute Grundlage haben, damit das Ganze auch solide abläuft. Wir haben oft auch so die Situation, dass es verschiedene Mischkonzepte gibt innerhalb der Ställe. Die einen machen es ein bisschen so, das ist auch nicht ideal, sondern wenn sich ein Stall entscheidet für dieses System, dann sollte wirklich der ganze Stall nach einem einheitlichen Konzept dort vorgehen. Und es ist leider oft auch so, dass die tierärztliche Begleitung eben manchmal nicht so ist, wie das sein sollte. Also achten Sie auch darauf. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, dass man dann mit Nuller-Ergebnissen eben überhaupt nichts mehr machen muss, sondern das Ganze sollte wirklich von einem Tierarzt, der sich dort etwas auskennt, begleitet werden. Und es ist auch nicht Ziel, dass Pferde jetzt über sehr lange Zeit überhaupt nicht mehr entwurmt werden, sondern gemäß Wetzwiss-Konzept bleibt eine Behandlung pro Pferd und Jahr übrig. Das hat mit diesen großen Strongyliden zu tun. Das ist jetzt etwas zu kompliziert, das in der Kürze der Zeit auszuführen, aber Ziel ist, eine Behandlung pro Jahr lassen und mit dem Schaden wie dieser ganzen Resistenzproblematik eben auch nicht groß. Nun, wenn wir eine Zwischenbilanz ziehen, dann können wir sagen, dass der selektive Behandlungsansatz in dieser recht kurzen Zeit jetzt wirklich in sehr vielen Pferdebeständen in der Schweiz Fuß gefasst hat, sich etabliert hat. Das ist wirklich sehr erfreulich, dass das günstige Infektionsniveau, was wir sehen, in erheblichem Umfang resultiert aus den Bereichen Haltung und Management in diesen Betrieben und nicht aus den intensiven Entwurmungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. All die Erfahrungen, die wir bisher haben, die bestätigen, dass das, was wir hier machen, und das bestätigen uns auch die Kliniker, sind nicht nur die Parasitologen, die das machen, dass wir mit diesem Konzept wirklich auf der richtigen Straße sind und hier auf der Basis der Kotuntersuchung diese und dem klinischen Bild, es gehört immer dazu, diese Entscheidungen treffen können. Wichtig ist auch, dass der ganze Ansatz ein hohes Maß an Stabilität aufweist. Das heißt, wenn ein Bestand mal als gut angesehen wurde in einem bestimmten Jahr, dann ändert der sich im nächsten Jahr nicht wieder komplett. Das heißt, wenn das Management im Stall gleich bleibt, dann haben wir große Gewähr, dass dieses gute Niveau, was wir dann beobachten, in aller Regel auch über die nächsten Jahre erhalten bleibt. Und nur so können wir auch unsere Empfehlungen natürlich geben. Und interessant und sehr schön ist auch zu sehen, dass die Tierhalter sehr interessiert sind an den Befunden und an der ganzen Thematik. Das heißt, wenn man mal eingebunden ist in so ein Konzept, dann haben wir oft die Situation, dass die oder Sie als Tierhalter oder die da eben mitmachen, schon warten auf die neuen Befunde und dann ist man über Nullen sehr erfreut, anders als sonst im Leben, wenn eben der Befund wieder so ist, dass man nichts anschließend zu machen braucht. Für uns war es sehr schön, dass wir vor 2 Jahren die Gelegenheit hatten, ein bisschen über die Grenze hinauszugehen und die gesamten Pferde der Spanischen Hofreitschule in Wien und mit ihren 3 Standorten, mit dem Trainingszentrum und auch mit dem Bundesgestüt in Pieber in der Steiermark in dieses ganze Konzept einschließen konnten. Also dort hat es etwa 450 Pferde, die jetzt sämtlichst alle in diesem Monitoring einbezogen sind. Das ist natürlich eine sehr erfreuliche Sache auch für uns. Auch wir lernen natürlich weiterhin sehr viel dazu, aber die haben dort auch gesehen, dass sie mit ihrem alten Schema eigentlich nicht mehr weitermachen wollten. Und wenn man eine solche Gelegenheit natürlich hat, dann ist das für ein Labor, für eine Untersuchungsstelle etwas sehr, sehr Schönes. Das Thema Parasitenmanagement in der Aufzucht, das ist im Prinzip ein eigenes Thema, was wir auch hier in diesem Vortrag heute nicht komplett mit abhandeln können. Ich möchte Sie nur auf ein Poster hinweisen, das vorne in der Gesundheitsecke hängt. Also wenn Sie züchten oder eben Interesse an diesem Thema haben, wie mache ich das bei den Fohlen, bei den Jährlingen und so weiter, können Sie das Poster dort vorne sehen. Wir haben auch Ausdrucke dieses Posters mitgebracht, die liegen vorne auf dem Stuhl. Sie können sich dort eines nehmen, auch mehrere nehmen, wenn Sie das verteilen möchten. Da sind so alle wichtigen Punkte drin, die hier in diesem Zusammenhang hier auf Ebene Schweiz bisher erarbeitet wurden. Nun zum Schluss, die Botschaften, die ich Ihnen mitgeben möchte, sind die, dass das Parasitenmanagement zukünftig wirklich ein gleichwertiger Teil wie beispielsweise auch die Zahngesundheit und die Hufgesundheit des ganzen Gesundheitsmanagements beim Pferd sein sollte, also auf einem ähnlichen Niveau angesiedelt sein sollte. Man erreicht mit diesem Thema wirklich jedes Pferd.
Jedes Pferd sollte irgendwo Weidekontakt haben und hat demzufolge eben auch eine Auseinandersetzung mit diesen Parasiten. Es ist leider so, dass die ganze Kontrolle in Zukunft aufwendiger werden wird. Wir haben es nicht mehr so einfach wie früher, dass wir uns verlassen können, jede Wurmkur wirkt, sondern es ist so, dass wir zukünftig mehr Zeit und sehr wahrscheinlich auch Kosten in dieses Thema investieren müssen. Aber es ist ein Weg, den wir gehen müssen, weil wenn wir die Sache schleifen lassen, dann wird eben die Situation von Jahr zu Jahr schlimmer werden. Es ist schön zu sehen, dass hier in der Schweiz eben, obwohl das alles freiwillig ist, es ist kein staatlicher Druck wie in anderen Ländern, dass man das machen muss, diese Entwicklung so erfreulich in diese Richtung gegangen ist, dass jetzt eben mehr als 50% der Ställe dort schon nach diesen Vorgaben arbeiten und dass wir hier ein deutliches Potenzial tatsächlich sehen im Hinblick auf die Reduktion des Entwurmungsmitteleinsatzes und die damit zusammenhängende Resistenzproblematik. Auch dies sind Pferde in der Schweiz, das ist nicht in Patagonien oder sonst wo, das ist oberhalb vom Berniner Pass, haben diese jungen Pferde jeweils einen wunderschönen Sommer. Auch diese proben wir mit und untersuchen wir mit. Wir können sagen, dass sich parasitologisch dort oben nichts abspielt, aber es ist trotzdem eine sehr schöne Sache. Gut, mit den Worten bin ich am Ende. Danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und jetzt können Sie Fragen stellen, die Sie sicherlich noch haben werden zu diesem Thema. Also ich wiederhole schnell die Frage, es geht um die Weidehygiene, wenn eben es nicht möglich ist, den Kot abzumisten und er eben liegen bleibt, was es dann allenfalls für andere Möglichkeiten gibt. Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, die Weidehygiene ist ein wichtiger Faktor, aber wir haben ihn am Anfang vielleicht auch etwas überschätzt. Wir sehen eine Reihe von Beständen im Rahmen des Monitorings, wo der Kot liegen bleibt und die trotzdem sehr gute Werte haben. Also wenn Pferde eben null Parasiten ausscheiden, dann kann natürlich auf der Weide sich auch kein Druck aufbauen. Also die Grafik, die ich anfänglich zeigte, hat gezeigt, dass eben ein sehr großer Teil der Pferde überhaupt keine Eier auf die Pferdeweide bringt und deswegen dieser Druck auch nicht entstehen kann. Also es ist gut, wenn man es macht, aber wenn es Gründe gibt, dass es nicht geht, dann ist das kein Drama und dann ist es auch sicherlich kein Grund, sich nicht diesem selektiven Konzept anzuschließen. Es kann auch ohne Weidehygiene gut funktionieren, aber das zeigen dann einfach die Kotproben, die hier untersucht werden sollten. Andere Faktoren, um eine Weide wirklich durch andere Strategien sauber zu bringen, es wurde genannt hier eben, Kalken gibt es in der Weise nicht, also der Kalk explizit hat keinen ausreichenden Effekt, um den Druck herunterzufahren. Da gibt es immer wieder Empfehlungen in die Richtung. Man kann das ohnehin ja auch nur machen, wenn die Pferde nicht drauf sind. Also es wird in der Regel empfohlen im Frühjahr, bevor die erste Beweidung stattfindet. Es gibt gerade eine neuere Studie von den Berliner Kollegen, dass der Effekt nicht ausreichend nachweisbar ist. Was man machen kann, wenn die Möglichkeit besteht, mit anderen Tierarten diese Weiden zwischenzunutzen, also beispielsweise mit Rindern, kann man eine hochkontaminierte Pferdeweide sehr sauber fressen. Jede Tierart hat ihre eigenen Nematoden, das heißt, eine hochbelastete Pferdeweide ist für Rinder kein Problem und umgekehrt auch nicht. Also das geht natürlich nicht überall, aber zum Beispiel in der Aufzucht ist das nicht selten der Fall, dass dann noch eine Mutterkuhherde mit im System drin ist, die dann eben als Zwischennutzung diese Weiden sauber frisst. Das ist mal das Abweiden durch andere Tierspezies und dann ist natürlich die Schnittnutzung ein weiterer Faktor. Also jedes Wegräumen in Zwischennutzung durch Futterkonservierung kann den Druck auch sehr deutlich reduzieren. Das sind die Faktoren, die wir haben, aber eben auch nicht mehr. Weitere Fragen? Also Frage ist mit der Kompostierung. Wie lange braucht es, dass die Parasitenstadien abgetötet werden? Also gut durchrotteter Mist, das heißt 4-5 Monate Lagerungsdauer und dann auch umwälzen, dass nicht eben die gleichen Partien immer oben liegen, hat zur Folge, dass die Strongyliden-Eier abgetötet werden. Also die sind dann nicht mehr drin. Bei den Spulwürmern ist das anders, die können extrem lange überleben. Und da muss man einfach wissen, ob die überhaupt im Bestand vorkommen. Hat es jüngere Pferde dort, die Spulwürmer ausscheiden können? Dort muss man tatsächlich noch länger warten und in den Fällen würde ich also davon abraten, den Mist wieder zurückzubringen auf die Weiden. Wenn es sich in Anführungszeichen nur um Strongyliden handelt, dann kann man durch geeignete Lagerungsdauer von den genannten Zeiten das soweit reduzieren. Grundsätzlich ist es nicht so eine gute Sache, wenn der
Mist wieder zurückkommt auf die Pferdeweiden. Man sollte versuchen, den anderswo einzusetzen, wenn es sich nicht vermeiden lässt oder man es unbedingt machen möchte, kann man es machen, aber ein gewisses kleines Restrisiko bleibt. Also Frage ist, wenn man Mist und dann Heu gewinnt von den Flächen, das ist eine Kombination, die gut geht. Also wenn man auch dann davon ausgehen sollte, dass der Mist so weit gelagert ist, dass er abklingt sozusagen, keine Stadien drin sind, dann kann man als sehr günstige Maßnahme im Prinzip eine Schnittnutzung noch hinterher machen und dann das Heu ist sicher nicht belastet dann. Die Frage ist über Frostresistenz der Stadien, die auf der Weide vorhanden sind. Die Eier sind recht empfindlich, das heißt, wenn im Winter solche Eier auf die Weiden kommen würden, die sterben sehr schnell ab. Aber wenn es noch sich um Larven handelt, die zu Zeiten, wo es wärmer war, sich entwickeln konnten, das braucht also Mitteltemperaturen von 8, 9 Grad, dass die überhaupt zum Infektionsstadium herangreifen können. Wenn die mal das Infektionsstadium erreicht haben, dann sind sie recht gut überlebensfähig. Sie können auch überwintern. Und zwar besonders dann, wenn Schnee liegt. Das haben wir in unseren Regionen hier jetzt nicht mehr so viel. Aber man kann sich nicht damit beruhigen, dass man eine Weide dann 4, 5 Wochen ungenutzt lässt, dass die dann abgeklungen sind. Die sind weiterhin da. Sie sterben in gewissem Umfang ab. Es gibt eine Kurve, die Richtung Null geht, aber das braucht eine längere Zeit, bis die wirklich natürlicherweise abgeklungen sind. Weitere Fragen noch? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann nochmals ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin heute Nachmittag auch noch da, also wenn später noch etwas kommt an Fragen oder vielleicht zum spezifischen Bestand noch Detailfragen sind, dann können wir das gerne noch besprechen. Wie gesagt, hier vorne liegen irgendwo die Poster für die, die noch an der Aufzucht interessiert sind, die können sich gerne mitnehmen und dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen ersten Advent.